Mindener Tageblatt. Dicker Rauch lag am Sonntagmittag über der Mindener Innenstadt. Im Dachstuhl eines Mehrfamilien- und Geschäftshauses am Wesertor war Feuer ausgebrochen. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ja, wir sind jetzt hier an der Weser, am Wesertor in Minden und wir hatten halt hier ein Feuer in einem Gebäude, sprich oben in einem Dachstuhlbrand. Ein Dachstuhl hat es gebrannt, sodass wir also hier eine Brandbekämpfung aufgenommen haben mit den Kräften der Berufs-, also auch der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Minden. Und wir haben also hier vorgenommen mehrere C-Rohre im Innen- und Außenangriff, um halt dem Brand halt Herr zu werden. Das Problem war zu Anfang die Zugänglichkeit zum Gebäude und das zweite ist halt gewesen, dass wir in der Anfangsphase nicht wussten, ob noch eine Person sich im Gebäude befunden hat. Wir haben also erstmal eine Menschenrettung versucht durchzuführen, das heißt, wir haben also mehrere Räume kontrolliert, haben also keine Personen gefunden, sodass wir uns dann im Anschluss dann auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten und damit wurde es für uns etwas einfacher dann. Ein Trupp unter Atemschutz bekämpfte von innen den Brand. Von außen behielten Einsatzkräfte auf Drehleitern den Dachstuhl in 20 Metern Höhe im Auge. Teilweise war der Innenstadtbereich um das brennende Gebäude herum gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist zurzeit noch unklar.